Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem neuen Video. Heute will ich euch mal meinen kleinen Russen vorstellen. Das ist ein russischer Benzinkocher. Ja, lesen kann ich es hier nicht, aber Bedienung erklärt sich eigentlich von selbst. Und das wollte ich euch heute mal zeigen. Das Einzige, was ich noch dazu gelegt habe, ist diese kleine Flasche. Da habe ich mir ein bisschen Benzin reingefüllt, um den Kocher halt vorzuheizen. Der Gashahn, ein kleiner Trichter zum Auffüllen. Na, ein bisschen tricky hier. Ein klein bisschen Werkzeug. Und hier ist noch eine, die einzige Dichtung, die es an dem Kocher gibt, als Ersatz dabei. So, jetzt will ich euch mal zeigen, wie das gute Stück funktioniert. Na, so. Machen wir hier mal einen Schluck Benzin in die Vorwärmeschale. Kann man vielleicht da ganz gut erkennen. Da unten drin. So. Das Schöne an diesem Benzinkocher ist, die Düse, die reinigt sich selbst. Einfach ein paar Mal auf und zu machen und dann ist das auch schon wieder gut. So, dann wollen wir mal gucken. Nicht, dass er mir jetzt hier komplett in Flammen aufgeht. Wir haben ein bisschen Sprit daneben gegangen. So, jetzt wird erstmal ordentlich vorgeheizt. Los.
das war's. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Tschüss.